So, heute zeige ich euch mal, wie man ziemlich schnell eine ziemlich primitive Bunkerbase baut, die aber relativ effektiv ist. Relativ effektiv ist Blödsinn. Aber ich muss jetzt noch mal kurz das gucken, ob ich durch Zufall vielleicht noch für ein Bett was finde. Mir fehlt noch ein bisschen. Nein, das nicht. Mir fehlt noch ein bisschen Garn. Haben wir auch nicht hier, okay. Schade. Ich würde nämlich sehr gerne ein Bett bauen. Gut, dann müsst ihr halt mal 2 Sekündchen warten. Ich werde dann den Schlafsack direkt als erstes platzieren. So. Ich gucke auch gleich, ob ich ein schönes Plätzchen finde, weil ich bin mehr so der Typ, ich baue gerne an Bergen und Hängen und so. Nein, das ist wieder eins von diesen wild gewordenen Hirschviechern. So, hier unten sieht es doch schon mal ganz brauchbar aus irgendwo. Da hat schon irgendwas. So, okay, dann baue ich meine Base einfach mal hier hin. Ich setze den jetzt hier so. Dann hier noch einen vor. Dann war das jetzt ein kleiner Fehler, aber den können wir wieder ausbügeln. Das ist alles kein Problem. So. So, dann machen wir das erstmal hier. Dann brauche ich einen Bauschrank. Allgemein. Bauschrank. Wo er auch immer ist. Zack. So, dann haben wir hier unseren Bauschrank. Dann machen wir hier noch eine Mauer hin. Zack, das hier mache ich mal wieder weg. Hier mache ich ein dreieckiges Teil hin. Und dann kommen hier 2 dreieckige vor. Die setzen wir ein bisschen höher. So. Hier oben noch eine Wand drüber. Eine Wand, eine Decke drüber. Dann setze ich mal schnell meinen Schlafsack. So, das ist so der Anfang von dem Teil. Nehmen wir noch eine Tür. Bauen halt noch mal ein bisschen weiter hier rum. So, leider kann ich es nicht, aber ich kann es dann unten setzen. Das ist auch okay. Dann setzen wir hier, kann ich auch nicht. Auch nur unten. Kann ich hier verhören? Nein. Aber ist egal. Um das von außen so ein bisschen zu safen, bauen wir halt hier jetzt noch eine Mauer drum. Dach drauf, zack. Auch noch gedreht. Auch noch fertig. Hier auch noch eine Mauer. So. Und jetzt mal hier eine kleine Wand. Das war doof. Nein, das war Blödsinn. So. Skip night by typing. Nein, wir wollen nicht in der Nacht. So. Dann drehen wir die noch. Machen hier einfach mal eine Eingangstür. Wenn ich anfange, würde ich den ganzen anderen Scheiß, was hier oben ist, natürlich erstmal alles aus Holz machen am Anfang. Zack. So. So, da unten haben wir jetzt alles drinne, dann würde ich hier einfach noch mal 2. Scheiße. Schade, meine ich. Ich würde jetzt gerne die Kisten, noch eine Kiste hier setzen, aber ich möchte die Kiste so setzen. Ich komme zu weit nach vorne. Das ist ein bisschen das Prop gerade. Gut, schade. Jetzt muss ich natürlich meinen Schlafsack noch mal aufnehmen, was jetzt nicht so geil ist.
Aber dann müsst ihr halt 2 Sekunden warten, ist ja kein Problem. So, Schlafsack, Schlafsack sitzt. Okay. Das ist so der Anfang von unserer Bunkerbase. So. Dann setzen wir hier eine Halfwall. Hier eine Halfwall. Die machen wir links. Die können wir wieder zerbrechen. So, hier würde ich einfach ein Garagentor, wenn vorhanden, setzen, beziehungsweise halt so lange, wie man noch kein Garagentor hat, einfach eine ganz normale Doppeldrawer. Okay. Das war jetzt nicht der Sinn der Sache. Dann würde ich hier vorne, zack, eine Tür reinsetzen und schon ist die Bunkerbase fürs Erste fertig. Oh Mann, wieso wird denn jetzt Nacht? Ich will skippen. Wie geht denn das? Okay, warte mal. Es geht, glaube ich, über. So, Schräg, Schräg. Commands. Ich würde jetzt gerne die Nacht skippen, Freunde. Oh Mann. Naja, gut. Dann machen wir es halt bei Nacht. Nee, bei Nacht möchte ich es nicht tun, aber was soll denn das? Okay, wir machen einfach so weiter. Wir haben ja. So, das ist auf jeden Fall erstmal unsere Bunkerbase. Jetzt würde ich meinen ganzen Shit hier reinlegen. Beziehungsweise, hier ist mein Schrank ja. Alles, was in den Schrank kann, in den Schrank rein. So. Den ganzen anderen Shit. Hier rein. Schade, ich müsste mir eigentlich ein bisschen was mitnehmen. So, 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 so. Gut. Sobald ich offline gehe, gehe ich hier hin. Mache hier eine Holzwand, eine gedrehte natürlich, mit der schwachen Seite nach innen. Und setze hier oben drüber zack, Stein. Was heißt, die Base ist erstmal sicher. Dann würde ich, ich nach draußen. So. Night finde ich jetzt echt für den Arsch hier, aber ist egal. Man kann es hoffentlich trotzdem erkennen, relativ brauchbar. Hier oben habe ich natürlich noch vergessen, meine Base zuzumachen. So. Ja, so würde die Bunkerbase fürs Erste aussehen. Was man natürlich auch noch machen könnte, was ich halt selber machen würde, ist, ja, das zeige ich euch in einem anderen Video erstmal. Jetzt würde ich mich erstmal killen eine Runde. F1, kill, zack. Dann muss ich gucken, wie lange mein Schlafsack noch braucht. Okay, jetzt warten wir mal 107 Sekunden und dann geht der Spaß weiter. Dum-di-dum-di-dum. Ich sag mal, das ist so eine relativ, naja. Relativ sichere Base. Natürlich kennen die schon viele diesen Trick, aber das ist halt nicht so easy, da durchzukommen. Auf Modded-Servern, da stehen gepanzerte Basen am nächsten Tag schon nicht mehr, aber ich sag mal, auf offiziellen Servern ist das schon ganz okay. Und um diesen Bunker herum kann man dann seine Base schön aufbauen. So, 25 Sekunden noch.
Also, wir sind jetzt offline gegangen. Am nächsten Tag, wenn wir online kommen, drücken wir auf unseren Back. Und haben kein Licht an am Start. Das ist geil. So. Machen wir unser Lagerfeuer hier irgendwo hin, vielleicht? Oh, ich hasse es. Ich hasse es unglaublich. Wir versuchen mal, ob wir. Commands. So, können wir. Thread remove. Das ist jetzt nicht so geil. Wir müssen jetzt eigentlich mal. Ich würde gerne eine Fackel herstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich die passenden Ressourcen für eine Fackel habe. Dafür habe ich die passenden Ressourcen. Perfekt. So. Dann setzen wir uns jetzt mal diesen komischen Helm hier auf. Drücken auf F. Und können auch nichts machen, weil. Verfluchter Hack. Okay. Es hat geklappt. Okay. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Also am nächsten Tag, wenn wir aufstehen, gehen wir hier hin. Zerhacken unsere Wand vielleicht. Das Gebäude zerfällt. Wir können ja mal versuchen, ob wir irgendwas Vernünftiges craften können. Wir können natürlich nichts Vernünftiges craften, was ich nicht so geil finde. Dann hacken wir uns einfach mal so hier durch. Was eine ganze Zeit lang dauern wird jetzt. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Los, Junge. Was würde ich jetzt für eine vernünftige Axt geben? Mein Gott. Für irgendwas Vernünftiges. Kann ich irgendwas herstellen? Kann ich ein Schwert, eine Machete herstellen? Ich nehme eine Machete. Geil. Okay, auf jeden Fall haben sie. Auf jeden Fall haben wir unsere Machete natürlich immer am Start, beziehungsweise unsere Ressourcen. Und hacken uns hier ganz brav durch mit mehr als einer Machete natürlich. Da haben wir Nummer zwei. So. Nice, und schon sind wir hier raus. Was ich jetzt noch persönlich machen würde, ich würde in die Ecke da hinten würde ich ein paar Truhen und ähnliches stellen, damit es halt nicht ganz so auffällig ist. Vielleicht auch einen Teppich hier drüber legen oder einen Tisch draufstellen oder was auch immer, so ein bisschen was wollte ich denn jetzt sagen? So ein bisschen den Noob raushängen lassen. Muss ja nicht jeder wissen, dass ihr eine Bunkerbase habt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch ein paar andere Basen vorstellen. Und auf jeden Fall nicht vergessen, sobald ihr offline geht, zack, altes Spiel. Und die Wand bitte auch in die richtige Richtung drehen. Und maximal, ihr könnt sie natürlich auch aus Stein machen, was auch kein Problem ist. Ihr müsst dann halt nur genug Äxte am Start oder Picken am Start haben, dass ihr euch da raushacken könnt. Und das wäre mir persönlich zu anstrengend. So, und schon ist unsere Bunkerbase mal wieder fertig. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten bis dann.